Wir werden mit dieser Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich von Kunst, Kultur, Geschichte und Erinnerungsarbeit einen wichtigen Akzent zur Weiterentwicklung der bayerisch-tschechischen Beziehungen setzen können. Wir schaffen damit Legitimation, einen staatlichen Rahmen für Aktivitäten, die in vielen Bereichen des gesamten kulturellen und künstlerischen Geschehens schon existieren. Und ich glaube, die Langfristigkeit, die sich hier einstellen kann, die Verlässlichkeit, ist der ganz wesentliche Aspekt eines solchen Abkommens. Die gemeinsame Landesausstellung, die die beiden Ministerpräsidenten im vergangenen Jahr beschlossen haben, wird ins Bewusstsein heben, dass mit Karl IV. Eine starke kulturelle Identität und auch gemeinsame historische Entwicklung existiert. Diese Landesausstellung, die die Prager Nationalgalerie und das Germanische Nationalmuseum mit dem Haus der Bayerischen Geschichte gestalten werden, kann entlang der Via Carolina zu einer dauerhaften Entwicklung führen, die mit dem Wissen um gemeinsame Geschichte dann eine solche Entwicklung dauerhaft gestaltbar macht. Es ist ein guter Ort, wenn Bayern wieder eine Adresse im Herzen Böhmens in Prag hat. Man darf hier Willy Brandt zitieren: Es wächst zusammen, was zusammengehört.